Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play, The Binding of Isaac. Da die letzten Folgen ein bisschen, beziehungsweise die letzten zwei Runs, ein bisschen fail waren, durch Items etc. etc., werde ich jetzt mal mit Kane weitermachen, denn Kane ist einer der einfachsten Chars, der hat den Lucky Food. Das bedeutet, dass man Items, Pillen, dass da nur gute Pillen dabei rauskommen, die schlechten werden automatisch entfernt. Wir haben ein Special Cave, das heißt, ein Darkness Cave, heißt der, glaube ich. Ja, so heißt das, glaube ich. Das ist dann, dass wir keine Karte mehr haben. Komm schon! Ich wollte, dass er erst die Trollbombe mit dem blauen Stein erwischt. Das Item habe ich, jetzt weiß ich jetzt sogar schon. Das habe ich gestern, beziehungsweise heute bekommen. Das habe ich leider nicht aufgenommen. Also ich habe es aufgenommen, aber der One war ca. 3 Minuten lang. Von daher habe ich es dann nicht hochgeladen. Das Item bringt mir, wenn ich getroffen werde, Spacebar-Aufladungen. Wow. Wow. Wenn ich noch 2 Münzen finde, dann werde ich auch noch in einen Job gehen. Ich glaube, das waren auch schon die ganzen Räume, oder? War das der letzte Raum schon? War das der letzte Raum? Ja, leider. Schade. Dann werden wir wohl nicht in den Shop gehen. Wir haben auch keine Bombe. Aber vielleicht werden wir ja zufällig noch Geld kriegen. Ich hatte jetzt auf Larry Jr. gehofft. Naja, ist auch okay. Dann haben wir mehr Geld für den nächsten Raum. Kommst du mal? Danke. Ja, des Weiteren werde ich auf der Wiki auch gegebenenfalls Items nachschauen. Damit ich einfach diese Fail-Runs nicht mehr habe. Dieses Item da, was wir gerade bekommen haben, ist eigentlich... Ups, ja. Dieses Item ist eigentlich ganz gut. Es hört sich mal ganz gut an. So kombiniert vielleicht jetzt mit Moms Pilz. Könnte das sehr OP sein. Dann vielleicht noch eine Batterie. Ja, ich stell mir das ganz sehr OP vor. Little Stevie ist auch gleich kaputt. Ich würde mal das Upgrade Little Stevie wünschen. Das wäre super. Das würde uns Damage abgeben. Wahrscheinlich werden wir nur die Puppe bekommen. Oder, Tears Up? Yep, Tears Up. Ist ganz okay. Das pumpt uns ja auch insgesamt Damage ab. Mal schauen, das ist jetzt ein normaler Raum, wir werden erstmal den hier auföffnen. Es ist Moms BH. Ich finde das eigentlich ein sehr gutes Item. Es macht, dass die Viecher gestunt sind, also betäubt, für 5 Sekunden lang. Das ist eigentlich ein sehr gutes Item, finde ich. Es ist gar nicht so schlecht, wenn man sich das vorstellt. Das war jetzt dumm, dieser Schaden. Komm her. Ah, die Range fehlt ein bisschen. Ja, die Range fehlt ein bisschen, aber das geht eigentlich noch. Ah, so also nur ein Schlüssel, das ist super. Denn ich wollte eigentlich noch in den Shop reingehen. Ah, da habe ich nicht aufgepasst, aus Versehen. Ich bin ein bisschen hektisch heute. Ich weiß auch nicht warum. Halbes Herz, okay, da ist es wieder. Naja, komm schon. Jetzt werden wir die hier benutzen, das hätte ich wahrscheinlich Schaden genommen. Ich bin nicht sicher. Ja, wie gesagt, das ist Geld. Es ist eigentlich relativ stark, finde ich. Für das, dass es nur 3 Aufladungen braucht, ist eigentlich gut. Hätte es mehr gebraucht, wäre es eigentlich schlecht. Es braucht nur 3 Aufladungen, das ist eigentlich super. Und das macht das Item so stark. Die Aufladungen, die sind relativ wenig. Ein Range Upgrade könnte ich noch gebrauchen. Damage nehme ich immer. HP ist auch nicht schlecht in dem Moment. Vielleicht auch noch ein paar neue Items oder so. Ja, das könnte jetzt ein bisschen tricky werden. Super. Ja, das könnte auch ein bisschen tricky werden. Na super, da haben wir den Raum auch. Ich bräuchte 2 Münzen, Leute.
gegeben Fall tausche auch jetzt mal nochmal diesen Opferraum da. Ah, kommen wir gar nicht rein. Da wir drei Münzen, drei Schlüssel haben, schaue ich mal rein. Die Jesus-Karte, die ist eigentlich ganz nett, aber da ich erstens keine 15 Münzen habe, ich müsste jetzt opfern dafür. Habe ich noch ein Herz? Ich habe noch ein Herz. Jetzt sollte der auf sein. Yep, was da drin? Der Juice. Okay, den nehmen wir. Range plus Tiers ab. Ja, das ist aber sehr schwer. Das ist das Dumme. Das ist das Dumme an der Sache. Wenn man hier reingeht, opfert dafür was, dann kriegt man normalerweise sehr gute Items. Das Problem ist, man kriegt sehr schwere Räume. Also, ich meine, das ist, wie heißt die? Ich weiß nicht mal. Das ist Niveau von den Räumen von, ich habe den Namen vergessen. Na egal. Jedenfalls sind es relativ schwere Räume für diese Etage, Stockwerk und tot ist er. Ah, doch nicht ganz. Aber wir haben noch einmal Arms BH. Ja, dann machen wir jetzt den mal aktivieren. Damit das ein bisschen schneller geht. Geh down. Super. Geh kaputt. Normal gibt es nur zwei Räume. Ja, nur zwei Räume. Nur für den BH sozusagen. Okay, anscheinend können wir uns das nicht mehr holen, das Herz. Beziehungsweise die Karte da, wo Herzen gibt. Ist eigentlich schade. Ich hätte es gerne gehabt eigentlich. Ne, müsste ich mit mir selbst noch ein bisschen. Ich werde die Karte aktivieren. Ein bisschen mehr Schaden. Ja, es geht ein bisschen schneller. Es ist jetzt nicht so, dass ich es bräuchte. Ja. Da hat man den Effekt gesehen, ist erhöht. Die Spacebar-Dingens. Ich weiß nicht mal, um wie viel. T-Sub, ich hätte eigentlich noch vorher in der Wiki nachschauen sollen, aber da es ein gutes Item ist, ist okay. Denn ich möchte dann wieder so ein Crap-Item bekommen. Beziehungsweise, wenn ich es bekomme, nicht einsetzen. Jetzt könnten wir Damage abgebrauchen. Damage ab wäre super. Ich habe leider keine Bomben. Gar keine. Das war dumm. Mal Schaden. Ja, komm doch mal her, mein Lieber. Ach, du Scheiße. Du nervst jetzt. Und dann habe ich gar keine Herzen, fast gar nicht. Jetzt könnten wir echt mal langsam... Ich habe keine Bomben. Jetzt kann man langsam mal echt ein HP-Upgrade bekommen. Das wäre super. Justice, das war doch... Ja, genau, das wollte ich. Dann könnten wir jetzt in den Shop gehen. Werden wir hier den blauen Stein benutzen. Na super, das ist super. Wenn... Ja, lassen wir erstmal in den Shop gehen. Ich gehe erstmal in den Shop. Und danach gucken wir mal, was es für schöne Items gibt. Geh kaputt. Geh kaputt, komm schon. Und du auch noch. Du auch noch. Ja, ich mag diese Viecher nicht. Die sind eigentlich relativ schwach. Das war, glaube ich, Damage und Heal. Na, ja, nur Damage, das ist auch gut. Das Spiel erinnert mich ein bisschen so an Jesus. Ja, den Job wollten wir sowieso. Pokal nehmen wir definitiv. Das ist wieder so ein relativ starkes Item. Ja, jetzt kann man natürlich auch das alles einsammeln und so. Ja, und deswegen gehen wir jetzt auch die zwei Bomben gerade. Ich will mal diesen hier aktivieren. Das ist super. Dieses Item ist wirklich underrated. Fällt das deutsche Wort jetzt nicht ein. Das war der Bossraum. Wir werden uns noch vorher die Tour holen. Oh, ja, das habe ich nicht aufgepasst. Ich habe mich auf die andere Fliege konzentriert. Und ich habe die Spinne nicht mehr gesehen. Wir werden hier eine Bombe machen.
Schlüssel und das Monowalk. Also, wohl, der One läuft mal ja super, ne? Also, es war jetzt kein Euni. Ich meine, falls man das nicht gehört hat. Wir werden es hier. Ja, Truhe. Definitiv. Gratisbombe. Super. Werden wir in diesen Raum noch reinschauen. Werden wir ganz schnell mopsen. Zwei Gratisbomben. Super. Dann werden wir in den anderen Raum noch reingucken. Ich hoffe, das ist jetzt nicht das, was ich gewünscht habe. Aber ich habe einen Geheimraum wenigstens. Ja, ne, muss ich auch noch eine Bombe bezahlen. Oder ein halbes Herz. Bombe, ich habe jetzt genug Bomben. Ich nehme die Bombe. Einen kurzen Schluck trinken. Momentan sieht der Isaac-1 sehr gut aus. Wir haben Fliegen, wir haben guten Damage. Wir haben ganz okay, ein ganz gutes Spacebar-Item. Uns fehlt noch ein bisschen was an Range. Wir haben halt den Lucky Foot auch. Das heißt, es könnten einfache Range-Up-Items sein. Ich werde jetzt erstmal die Würmer kaputt machen. Langsam werden mir das zu viele. Wir werden sehr wahrscheinlich einen Cube of Meat bekommen. Ah, das hat nicht sein müssen. Was ist da kaputt? Kaputt mit dir. Ja, okay, da kriegen wir unser Herz wieder. Ja, wie vorausgesagt, Keep of Meat. Okay, sind wir am nächsten Floor. Ah, da könnte ein bisschen knifflig werden. Und geschafft, super. Sorry dafür, ich wollte kurz die Zeit sehen. Camtasia Studio hat sich verschoben, der Recorder. Ja. Es gibt gerade nichts Besonderes zu erzählen. Okay, aber weiter, einen weiteren Schlüssel. Das ist, es ist okay, ja, wir brauchen ihn nicht mehr dringend. Oh, komm schon. Ja, super. Da werden wir einfach mal den BH benutzen, da wir ihn sowieso fast nicht benutzen. Das macht das alles noch ein bisschen einfacher. The Flat Penny bringt uns endlich die Schlüssel, also bringt uns fast gar nichts. Also, wir kriegen goldene Schlüssel, indem wir Münzen einsammeln. Deswegen bringt das fast nichts, denn wir haben nicht genug Schlüssel. Und ich bin zuversichtlich, dass wir noch ein paar kriegen werden. Safety Cap. Ich habe das heute schon mal gelesen, diesen Effekt, aber ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, irgendwas entweder mit Life oder mit Münzen, irgendwas. Sowas in der Art. Einen kurzen Moment, ich werde kurz den Effekt nachlesen. Okay, da bin ich wieder. Das Item bringt mir eine Chance, entweder wenn ich Monster hitte oder wenn ich getroffen werde. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, dass ich Coins kriege. Also war das doch ganz okay mit der Schätzung. Wir könnten jetzt jeden Moment Kane bekommen. Laser 2.0? Ja. Yep. Ja, Laser mit endlich viel Reichweite, dann wäre schon mal das Reichweitenproblem gelöst. Eigentlich ein ganz okay, ja, ist ganz okay, ja. Das ist ein super Item eigentlich. Wir wollen auf jeden Fall noch in den Shop reingucken. Ja, noch ein paar Münzen, super. Mal gucken, mache ich damit auch mehr Schaden? Scheint so anscheinend. Werden wir auf jeden Fall nehmen. Hilf ab, nice. Nice. Ja, Schaden ist auch ganz okay eigentlich. Was war das? Red Patch. Werde ich auch gleich nachgucken. Die Karte werden wir nehmen. Wir haben eigentlich genug. Ja, Bomben haben wir genug. Schlüssel und Bomben Schlüssel und brauchen wir nicht mal. Hier könnte man nehmen, aber ich bin nicht sicher.
Dann werde ich kurz noch nachgucken. Werde ich noch kurz dieses Eat. So, da bin ich wieder. Ja. Wenn ich getroffen werde, dann kriege ich Damage. Dann kriege ich ein Damage ab sozusagen. Ja, das ist, ich glaube, besser als mit den Coins. Da wir nur noch an einem ein Shop oder zwei Shops, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Nur noch ein oder zwei Shops werden vorbeikommen oder gar keinen. Ich glaube ein Jahr. Und da könnte, beziehungsweise wird sehr wahrscheinlich gut drin sein. Oh, zwei gleich. Trollbomb und der andere natürlich auch. Bringt mir blaue Herzen gegen volle? Yep. Einmal haben wir es benutzt. Das ist für. Ja, 2,5 Herzen haben wir dafür bekommen. Das ist ganz okay. Ich dachte eigentlich. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Das ist der schwere Gördi. Das ist scheiße. Schwere Gördi, scheiße. Aber wir werden erstmal den BH benutzen. Dann geben wir ihm erstmal ein bisschen Free Damage. Das sollte ja Half-Life sein. Die kleinen Knubbel sind kein Problem eigentlich. Ja, geht eigentlich mit dem Laser. Dann kann ich seine Feature ganz gut ausschalten. Die Knubbel stören hier hinten fast nicht. Ja, hier hinten ist ganz angenehm. Und dann ein bisschen vorbeifliegen. Ja, das war auch ein. Ah, müsste denn sein müssen. Jetzt haben wir uns die Chance auf dem Itemraum verbaut. Kann aber überlegen, wie ich das hier am klügsten mache. Ah, ich kann ja einfach. Ja, stimmt. Vergaß ich. Ja, werden wir für den anderen den BH benutzen einfach. You unlock something cute in the caves. Okay, das ist ein HP ab, das ist super. Wir werden mal reinschauen. Das Media Board wäre ganz interessant. Das andere. Was macht denn der Parasit? Ich glaube HP, aber ich nehme das Board. Das bringt zumindest den Effekt, dass wir unsere Tiers, die können jetzt durch Steine schießen und durch alles andere auch. Das ist sehr praktisch. Das ist sehr praktisch, wenn. Ja, zum Beispiel jetzt hier. Ach, können wir gar nicht. Ah, das sind anscheinend ohne Tränen. Ah ja, das wusste ich nicht. Hat doch geschrieben, Spectral Tears. Entweder ist es ein Bank oder ist es gewollt. Ah, dann war das Herz hier relativ verschwendet. Das hätte nicht sein müssen. Naja, was. Kann nichts machen. Ja, das ist ein Scheißraum. Der Schaden hätte nicht sein müssen. Das bringt uns ein bisschen mehr Damage. Jetzt nicht das meiste, aber ein bisschen was. Ein bisschen mehr Protection von hinten. Ja, langsam ist der Damage auch wieder ein bisschen wenig. Es geht noch. Es hält sich in Grenzen. Ja, das ist ein fairer Austausch, finde ich. Nehmen wir Poison Touch. Ich meine, es ist gratis. Tja, warum sollten wir das nicht nehmen? Es wäre unverschämt, wenn wir es nicht nehmen würden. Ich werde mal reinschauen. Da es nur ein halbes Herz kostet. Hat sich nicht rentiert. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Aber wir haben hier noch ein ganzes. Dann bin ich mal so frei und nehme das einfach. Ja, in den Shop würde ich noch gerne reingucken, denn wir finden bestimmt noch ein bisschen was an Münzen. Auch wenn da sehr wahrscheinlich Kane drin ist. Oh, kann das langsam sein. Oh. Ja. Geh kaputt, du Scheiß, wie ich. Das ist Knubbel. Spinnenknubbel. Ah, da ist immer der Bossraum. Ja, der werden auf jeden Fall rein. Der Bossraum, der Shopraum. Werden auf jeden Fall reingucken. Super Greed, ja. Hallo. Du bist gleich tot. Super Greed.
denn er macht totalen Schaden. Ja. Und ich glaube, er macht einen Schaden und er zieht uns so viel Geld. Also so jetzt ein Item wie, wie heißt's? Money gleich Power wäre jetzt super. Das würde uns jetzt 3 Damage dazugeben für ein Herz. Also auf jeden Fall ein fairer Trade. Von unserer Seite aus betrachtet. Oh, super, danke. Oh, one up. Na wohl. Ja, wie der Name schon sagt, wir haben ein extra Leben. Ist ganz okay. Wir werden es hoffentlich nicht brauchen. Naja, der Damage hängt ein bisschen hinterher. Aber es ist noch in Ordnung. Werden wir erstmal nicht anfassen. Ich weiß nicht, kommt jetzt der Marmraum? Wenn jetzt der Marmraum kommen würde, würde ich ihn benutzen, den Bettler. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich will jetzt einfach mal auf den Devil-Raum hoffen und auf das echt das Money gleich Power. Item würde ich gern haben. Ich glaube, Mom kommt, oder? Okay, bringt er mir ein halbes Herz. Das war unnötig. Aber es wird die Chance. Oh, fuck. Ich nehme das. Es wird die Chance erhöht, wenn ich den Bettler töte. Ja, das Devils kommen. Devils, okay, das ist Luki. Sollte jetzt hier nicht das Problem sein. Ah, kriegt mir 2 Bomben. Scheiße. Okay. Ja. Okay, da bin ich wieder. Ja, Luki, hi. Na, war jetzt denn das Problem? Kommt der Devil-Raum? Nein, leider nicht. Schade. Mehr Damage für uns. Ich hätte jetzt echt den Devil-Raum gebraucht. Aber jetzt erstmal ein ganz kurzer Cut. Es geht gleich weiter, Leute. Bis gleich.